Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir waren letztes Wochenende bei der Marketingoffensive von Dirk Greuther und Raoul Plickert. Und wie das Ganze war, was mein Feedback ist und was meine besten Learnings waren, erfährst du nach dem Intro. Herzlich willkommen zurück zum Video. Ich habe mir einfach diesmal zur Aufgabe gemacht, einige Seminar-Reviews zu machen, weil ich weiß, viele von euch gehen auf Seminare, sei es Verkaufsseminare, Persönlichkeitsentwicklungsseminare, haben Kurs XYZ gebucht und ich habe tatsächlich in meiner Karriere über die letzten 3-4 Jahre schon einiges gebucht, auch einiges bezahlt, ja, einiges, was sehr, sehr geil war, einiges, was ich vielleicht nicht so empfehlen würde und genau darauf werde ich in dieser Reihe eingehen. Und heute angefangen mit der Marketingoffensive. Was ist die Marketingoffensive für die, die es nicht kennen? Dirk Greuther ist ja so als der Verkaufstrainer in Deutschland positioniert, hat einige coole Seminare. Ich war persönlich noch nie auf der Vertriebsoffensive oder einem exklusiveren Seminar von ihm, habe aber aufgrund dessen, dass ich mich eben so für Content, Marketing, PPC, Funnels etc. etc. interessiere, für die Marketingoffensive angemeldet. Und zwar haben wir hier auf jeden Fall ein richtig, richtig cooles VIP-Ticket erhalten. Das heißt, wir durften auch ein bisschen da in den Catering-Bereich mit einigen Größen sprechen und mit den coolen Leuten. Also zuallererst gab es eine kleine Tasche, die habe ich jetzt leider hier gerade nicht mehr da. Und in dieser Tasche waren ganz, ganz, ganz viele Werbematerialien. Das heißt auch nicht nur für die VIPs, sondern jeder hat so eine kleine Tasche bekommen. Angefangen hier von Mach den Sack zu, die wichtigsten Abschlusstechniken, wo du eigentlich ganz coole Tipps und Tricks hast, wie du einfach besser verkaufen kannst, dich da fortbilden kannst. Dann ging das Ganze weiter mit Werbematerialien. Was ich richtig cool finde, die Jungs haben Affiliate-Programm, das heißt so wie wir bei Hardcore Signals, das heißt du kannst einmal die Seminare weiterempfehlen, du kannst Dirk Greuther sein Buch weiterempfehlen und es gibt wirklich Affiliates, die hauptberuflich da unterwegs sind. Und ansonsten natürlich hier einige Werbematerialien. Mitveranstalter war Raoul Plickert. Wer Raoul noch nicht kennt, ich habe ihn ja über Mischa kennenlernen dürfen und auch über das Seminar. Ist einer der erfolgreichsten oder einer der Top 20 Marketer weltweit, hat bei ClickFunnels den 2, Award, also diese Platinum-Schallplatte, das bedeutet über 10 Millionen Umsatz mit den Funnels und hat auf jeden Fall extrem, extrem gutes Wissen uns weitergeben können. Und ansonsten gab es hier eben so einen Gutscheincode, der hier mit am Start war und das Wichtigste, ein Workbook. Das heißt, du konntest zu jedem Sprecher eben was mit reinschreiben und hier sehen wir nochmal die Namen, also Raoul Plickert, Dirk Greuther, Alex Fischer war am Start, Tim Kramer, der CEO von Mybest Concept, David Pribilski, sorry, falls ich den Namen ausgesprochen habe, also einer der Top-Affiliates, unter anderem bei Christian Bischoff und auch Dirk Greuther. Und dann hatten wir auch noch einige Influencer, die am Start waren. Also all in all ein richtig geiles Event, habe mir hier einige Notizen eben machen können und ich glaube, ich habe hier das falsche Arbeitsbuch, deswegen hole ich jetzt mal schnell. So, also das ist das richtige Heft und zwar, was habe ich mir hier aufschreiben können? Auf jeden Fall Podcast, was ich rausnehmen konnte. Podcast ist ein sehr, sehr geiles Format. Also wenn du gerade irgendwo im Online-Business startest oder da unterwegs bist und dir nochmal eine Reichweite aufbauen willst, Podcast hat zwei Dinge. Du bist direkt im Ohr deines Zuhörers. Das heißt, es ist noch viel persönlicher, noch viel intensiver wie vielleicht ein Video oder ein Instagram-Bild. Und das Zweite ist, die Audienz, also Leute, die sich einen Podcast reinziehen, haben meistens irgendwas mit vielleicht Persönlichkeitsentwicklung zu tun oder bilden sich wirklich aktiv fort. Und die Qualität dieser Leute ist extrem hochwertig. Das heißt, auf jeden Fall habe ich mir rausgenommen, dass Podcast sehr, sehr spannend ist. Und was ich mir hier auch noch aufgeschrieben habe, Dirk Greuther hat bis zu 31% Conversion, wenn er irgendetwas in seinem Podcast vermarktet. Das heißt, Podcast ist eben ein sehr
persönliches Medium, ein Medium, was Vertrauen aufbaut. Und auch ich habe mich entschlossen, einen Podcast zu starten. Ich hatte immer mal wieder Versuche, wo ich ein, zwei Podcasts gemacht habe, habe aber das Ganze nie so richtig durchgezogen. Deswegen, ja, an der Stelle, wenn ihr Bock habt, dass ich einen Podcast mache, schreibt es hier unten rein. Schreibt mal Themenvorschläge unterhalb des Videos in das Kommentarfeld, was euch so im Podcast-Format interessieren könnte oder was ihr gerne von mir im Podcast hören würdet. So, ich blätter hier das Ganze noch mal ein bisschen durch. Also all in all, ich habe hier gerade extrem viele Tipps und ich könnte, glaube ich, ja, stundenlang darüber oder darauf eingehen, was man nicht alles online machen kann. Sei es jetzt eine Funnel-Strategie, wie du ein Werbevideo aufbaust, wie du dein Content gestaltest und so weiter. Aber ich will noch auf einige kurze Dinge oder Punkte eingehen. Spitz vor breit, das heißt go deep instead of wide, sagt Gary Vee auch. Geh in eine spitze Nische, wenn du ja, irgendein eigenes Business startest oder auch als Affiliate solltest du dich als ganz spezieller Typ positionieren und nicht als jemand, der komplett alles macht. Ja, ihr wisst auch, jetzt bin ich in der Position oder kann auf meinem YouTube-Kanal auch Themen machen, worauf ich Bock habe, weil ich mir jetzt eine Firma und eine Unternehmung aufgebaut habe. Aber zum Start habe ich mich wirklich auf eine Company, auf ein Krypto-Thema spezialisiert und dort wirklich 30, 40, 50 Videos gemacht, bevor ich dann ein bisschen breiter in die Kryptowährung gegangen bin, habe dann angefangen Tutorials zu machen, über bestimmte Kryptowährungen zu erzählen und so weiter, und jetzt gehe ich ein bisschen breiter und auch jetzt möchte ich eigentlich in Bereiche gehen, die mir Spaß machen, das heißt Affiliate Online Marketing, und bleib auch hier wirklich in der Nische drin, das heißt deep instead of wide. Und dann Value vor Gewinn, das heißt, bevor du immer Verkaufsabsichten hast, bevor du denkst, scheiße, wie kratze ich diesen Monat das Geld rum, ich muss noch meine Miete zahlen, ich muss noch mein Business aufbauen, was auch immer, schau, dass du immer mehr Mehrwert gibst, als dass du nimmst. Das bedeutet, egal was du machst, ja, hau auf deinem YouTube-Kanal richtig geile Tipps raus, hau Tipps in deinem Podcast raus, biete Mehrwert mit geilen Bildern, und auch wenn es halt nur Entertainment ist, unterhalte die Leute, gib auf jeden Fall Content und sei nicht nur dieser Typ, der konsumiert und gar nichts abliefert, denn darauf haben die Leute schlussendlich am wenigsten Bock, und genauso versuche ich mich auch nach diesen Prinzipien zu richten und immer immaterielle Assets vor materiellen Assets. Das bedeutet, immer wenn du etwas lernen kannst, ja, das heißt irgendwie Persönlichkeitsentwicklung machen kannst, immer wenn du irgendwie kreativ sein kannst, immer wenn du eine Mastermind machen kannst und so weiter, also alles, was man nicht, sag ich mal, mit den Händen anfassen kann, also sprich auch alles, was du mit Menschen machst, aber das gilt alles vor dem, eben Materie aufzubauen, das heißt, irgendwo zu investieren, in einen Fonds, sogar in Krypto, ja, in was weiß ich, ein Sparprodukt, ja, oder ein Auto zu kaufen, eine Uhr, was auch immer. Die immateriellen Werte gewinnen immer, weil du langfristig damit eben mehr Geld machen wirst und dir dann anhäufen kannst, was du willst. Und das ist auf jeden Fall so ein Feedback. Ich weiß gerade nicht mehr, wer das genau gesagt hat. Ich glaube, ich habe mir das hier bei Alex Fischer aufgeschrieben. Das Buch Reicher als die Geissens oder die XXXX, das werdet ihr sicherlich kennen. Und das ist mir so ein bisschen hängen geblieben. Und zusammengefasst, das Seminar war sehr, sehr cool organisiert, war hier in den Eisbach-Studios in München. Das heißt, es gab keine Engpässe beim Einlass, du bist schnell reingekommen. Es gab Essen, es gab genug Platz, dass man sich mit den Leuten unterhält. Stühle waren bequem, du hast diese ganzen Werbematerialien und ein Heft noch bekommen. Und ich glaube, ein reguläres Ticket für Studenten oder Startups musste man zwar ein bisschen weiter hinter sitzen, aber es gab große Monitore, das heißt, ich glaube, ab 99 oder 199 Euro warst du mit den
2 Tagen komplett dabei und ein normales Ticket hat 399 gekostet. Und ganz ehrlich, 399 Euro, das kann man innerhalb von 2-3 Monaten sogar vielleicht mit einem Nebenjob, mit einem Minijob sparen und so ein Event besuchen. Und für das Geld, was man da an Wissen bekommt, wenn man es natürlich umsetzt, hat man extrem viel bekommen. Und was mir auch gut gefallen hat, ist, dass das nicht jetzt nur speziell für Influencer, für Online-Marketer, für Network-Marketer war. Es war einfach Marketing für jedermann Business anwendbar. Also ob jetzt da ein Handwerker drin saß, der einfach mehr Aufträge in seiner Selbstständigkeit haben will, oder ob da jetzt ein Affiliate- oder E-Commerce-Typ drin sitzt, der sich da gerade ein bisschen was aufbauen will, die ersten Verkäufe über Facebook und Co. erzielen möchte. Für jeden war schlussendlich was dabei. Und die Community war ziemlich cool, die Leute waren gut drauf, denn dadurch, dass natürlich gute Sprecher da waren, das Event gut organisiert war. Und ich glaube, oder was heißt ich glaube, tatsächlich kann ich dieses Event jedem empfehlen, und ich schätze mal, dass die anderen Seminare bei Dirk Kräuter genauso sein werden. Wie dort der Content ist, kann ich dir nicht sagen, weil ich es noch nicht besucht habe. Ich persönlich würde wirklich nächstes Jahr dieses Seminar besuchen, weil ich mir vorstellen kann, dass dieses Seminar vor allem für Leute, die online was machen, und ich weiß, das sind viele von euch und wir gehen immer mehr in diesen Bereich, sehr, sehr, sehr interessant ist. Und deswegen bildet euch in sowas auf jeden Fall fort. Und wenn ihr eben jetzt nicht die Gelegenheit habt oder ein Jahr warten wollt, dann solltet ihr euch auf jeden Fall eben Leute reinziehen wie ein Dirk Kräuter auf YouTube, ein Chris Recker zum Beispiel für die Leute, die Englisch verstehen. Und es gibt da noch verschiedene Marketer. Nehmen wir einen Chris Stellies, nehmen wir einen Andreas Baulig, nehmen wir verschiedene weitere, einfach ein Said Shiripur, einfach die Leute, die du immer wieder vielleicht in Werbeanzeigen siehst oder wo du schon mal was gehört hast. Wenn du nicht gleich Hunderte oder Tausende von Euros ausgeben willst, zieh dir einfach Content von diesen Leuten auf YouTube oder Social Media rein. Wenn du gerade Funnels aufsetzt, schau dir die Werbeanzeigen an, schau, wie die Leute das machen, und bild dich dahingehend einfach weiter. Ich finde, Fortbildung bringt am Ende des Tages immer den größtmöglichen Return on Invest. Egal, ob du in Krypto investierst, in Sachwerte oder irgendwas anderes, Fortbildung und die Persönlichkeit wird immer das sein, was am Ende des Tages dich komplett nach vorne katapultiert. Und in diesem Sinne wünsche ich dir massiven Erfolg beim Umsetzen. Falls du selber auf der Marketingoffensive oder auf einem anderen Persönlichkeitsentwicklungs-, Vertriebsseminar, was auch immer warst, schreib es mir gerne in die Kommentare. Gib mir auch dein Feedback dazu, falls du eben bei diesen Seminaren warst, was du gut oder schlecht fandest. Vielleicht kann ich mir auch das ein oder andere Seminar da raussuchen, was lernen. Gib dem Video einen Daumen hoch, wenn du dieses Format feierst. Abonnier den Kanal, und in diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Erfolg. Bis zum nächsten Video. Dein Niki. Bis dahin.